Mein erster Szenekontakt. Ja, weiß ich ganz genau. Das war Bahnhof Langdreher. Also Bahnhof Langdreher hat mich, glaube ich, in meiner ganzen Jugend und Laufbahn und überhaupt in meinem Leben sehr geprägt, weil ich da sehr viel erlebt habe. Ich weiß, dass mein allererster Schwung war im Bahnhof Langdreher. Und ich weiß, dass hinter Bahnhof Langdreher ein Platz war, wo ein Festival war. Und meine Schwester und ich zu einem Festival gegangen sind, am gleichen Abend aber auch der Schwung war. Sprich, wir haben das gekoppelt, weil meine Schwester mich quasi jetzt auch mal in die Szene rein und so. Und ich war 17 irgendwie und bin in den Bahnhof gegangen. Zu der Zeit durfte ich mit dem Stempel halt noch nach draußen und so. Und das war mal gut, weil meine Schwester hat dann auch Eintritt bezahlt, hat mich dann quasi da abgesetzt. Und es hat halt immer gependelt zwischen diesem Festival und oder zwischen dem Open-Air-Ding und dem Bahnhof Langdreher. Und mal gucken, wie es mir geht. Und ich habe einfach nur da gesessen und habe gedacht so, okay, hier fühle ich mich wohl. Also es war von vornherein klar, ich habe mich da hingesetzt und ich habe mich einfach unfassbar wohl gefühlt. Also es war total irre. Also es war nie so, dass ich... Klar war es krass, so viele Frauen nur auf einen Punkt zu haben, aber ich glaube, es war nie so, dass ich eigentlich gedacht habe, so, boah, sind wirklich so viele Frauen lesbisch? Sondern es war ja schon relativ normal für mich, ne? Aber dass es halt auch nur Partys dafür gibt und so, das war klar, ist neu. Mhm. Ne? Und danach bin ich ein halbes Jahr nur ins KKC gegangen und danach erst wieder im Bahnhof. Und dann habe ich so meine ersten Leute, meine Freundin, so die ersten Lesben richtig, also was heißt die ersten Lesben nicht? Ich habe schon ein paar Freunde gehabt, die auch lesbisch waren oder homosexuell, aber mit denen ich nicht so viel zu tun hatte. Ja, dann bin ich so in meine ersten Szenen gegangen und dann hatten wir so Chattertreffen, wenn wir im Chat waren und halt viel im KKC und dann sich so die ersten Gruppen aufgebaut. Es gibt auch ein paar, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Ja, und seitdem ist das fester Bestandteil. Weiß ich nicht. Ja, Szene ist mir sehr wichtig im Leben. Also, das war das erste Mal, dass ich mich richtig wohl gefühlt habe, glaube ich, wo. Also ich glaube, das hat auf normalen Partys immer was mit Männern zu tun gehabt, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe. Weil ich glaube, ich habe ein vorgefertigtes Bild von Männern, ganz oft. Also ich habe immer dieses Gefühl, man will nur mit mir ins Bett. Der will nur meinen Körper. Also es ist ganz schwer, das auch abzulegen. Weiß ich nicht. Also ich habe mich in der Szene immer wohler gefühlt, also nur unter Frauen, weil ich Frauen, glaube ich, einfach, ich habe eine andere Meinung über Frauen, ich habe ein anderes Bild von Frauen als von Männern. Und ich glaube, das war immer ein großer Punkt, warum ich mich da wohler gefühlt habe. Und ich glaube, völlig ohne sexuellen Hintergrund, sondern einfach als Wesen, als Mensch, als für mich sind Frauen emotionaler wahrscheinlich, ne? Also ich finde, ein Mann, der über dem emotional ist, mein Ex-Freund zum Beispiel war, wo ich für mich hätte lernen müssen, mit umzugehen, weil der sehr emotional und sensibel war, was eigentlich sehr gut war, aber für mich ist ein Mann nicht ein Mann, oder das ist komisch zu sehen, dass ein Mann auch so sein kann, weil ich glaube, dass ich da echt vorgeschädigt bin. Also ich glaube einfach, das hat mit Sicherheit viel mit meinem Vater zu tun, das hat vielleicht auch was mit meiner Geschichte zu tun, die früher passiert ist, wo keiner weiß, ob sie passiert ist. Und deswegen ist das einfach so. Nervt mich was an der Szene. Ich glaube, dass dieses untereinander nochmal, dieses, wie oft höre ich von Schwulen, irgendwie, boah, wie tuckig ist der denn? Und sind doch alles Männer, und warum sind die alle so? Selber aber so da steht. Und dann Frauen irgendwie, die so Anti-Männer sind und Frauen, und Männer dann, und die Schwulen dann oft auch dieses Bild haben von Frauen, ne? Die sind alle so Männer, warum sind Frauen, die lesbisch sind, so männlich und warum sind Männer, die schwul sind, so weiblich? Und das ist ein total großes Thema. Und das nervt mich total, weil ich mir einfach denke, lass uns doch so sein, wie wir sind. Und jeder soll sich so kleiden, wie er will. Und das finde ich, glaube ich, nervig. Das finde ich nervig, ja. Und dass man sich gegenseitig in der Szene, wo wir eigentlich zusammenhalten müssen, dann unter Männern und Frauen noch so tyrannisieren muss. Oder dass man sich so, weiß ich nicht, dass das dann auch immer noch so konfliktreich ist. Das nervt mich. Meine Zukunft. Also ich, ganz klar möchte ich irgendwie meinen Job, meinen Beruf machen. Irgendwie Richtung Medizin, irgendwas, Krankenpflege, Hebamme auf jeden Fall. Hat sich durch die Geburt meiner Nichte definitiv nochmal manifestiert. Nochmal mehr manifestiert irgendwie, dass ich das machen will. Und ich will Familie.
Ich will definitiv Kinder und ich will aber auch einen konstanten Partner. Und ich kann momentan nicht sagen, mein Bild ist es immer noch mit einer Frau, definitiv. Aber ich glaube, dass ich momentan daran arbeite, irgendwie für mich rauszufinden, was auch mit Männern ist. Und deswegen kann ich das nicht zu 100% ausschließen.